So Leute, was geht? Nur noch 2 Tage, dann bin ich entsperrt, Mark. Diese 2 Wochen sind umgegangen wie 3 Jahre. Bei den letzten 2 Videos habe ich mir die Kommentare durchgelesen. Euch hat die Einstellung von der Kamera nicht gefallen. Deswegen bin ich wieder back to the roots gegangen. Und ja, jetzt sehen wir wieder ein bisschen bräuner aus. Es triggert mich, Bruder. Ich habe für diese Kamera 1400 Euro ausgegeben und ich bin nicht zu 1000% zufrieden. Es triggert. Außerdem habe ich ein neues Mikrofon und ein neues Mischpult bestellt. Das hat mich 1500 Euro gekostet. Mal gucken, ob es zum Stream-Comeback ankommt. Ansonsten wahrscheinlich erst Mittwoch oder so. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Seid ihr mit dieser Einstellung zufrieden oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Dankeschön. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Moment, ich muss mir den Titel selber nochmal durchlesen. Ich spreche 24 Stunden nur türkisch mit meinem deutschen Freund. Heute reagieren wir wieder auf Gülçin. Beim letzten Video gab es einen kleinen Beef, will ich nicht sagen. Es war kein Beef. Ich habe ganz normal auf Gülçin reagiert gehabt, habe mich ein bisschen lustig gemacht gehabt und das Video wurde gesperrt. Dann dachte ich, sie hat sperren lassen. War aber nicht der Fall. Das Video wurde wieder entsperrt und jetzt sind wir wieder Freunde und haben uns alle lieb. An dem Tag habe ich auch mit Nian geschrieben und ja, sind alles ganz nette Menschen. Ich habe deren Segen, dass ich auf diese Videos reagieren darf. Natürlich darf man nicht unter die Gürtellinie gehen. Habe ich auch beim letzten Mal nicht gemacht und deswegen freue ich mich auf das neue Video. 24 türkisch reden mit ihrem Armmann-Freund. Haben wir einen provokanten Titel, Rudi? Nee. Ich denke schon. Ich glaube, es kann sehr cringe werden. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob ihr türkisch besser ist als meiner. Okay, John Liam. Okay, es geht los. Sucuk. Ne. Ich will kein Intro haben, Digga. Es soll direkt anfangen. Kein Sucuk. Egal, komm. Sucuk. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ağzında verme bitte. Oğlum araban pis. Pasaklı soyka. Sarı kafa. Nereye götürüyorsun beni? Götü boklu soykası. Ich mag's nicht. Mag's nicht so, aber es geht los. Ja, Chat, ich weiß, ich schieb gerade wieder ein bisschen ADHS, tut mir leid, Mann. Denn ihr seid ja gar nicht da, aber in 2 Tagen sehen wir uns wieder. Am Montag um 22 Uhr haben wir Jackson. Gesell, ne? Hallo! Lang, so. Türkisch rede mit dem Germania hier. Germania, ne? Ich versuche den ganzen Tag, ihn auf Türkisch vollzulabern, in der Hoffnung, dass er mir auch korrekt darauf antworten kann. Bisher war... Bitte nicht! Es wird cringe, Bro. Weiß ich nicht, ob er irgendwelche Türkischkenntnisse hat. Hast du das Underground-mäßig auf der Straße vielleicht mitbekommen von deinem... Ich mach mal ein bisschen lauter, für den Fall, dass es bei euch zu leise ist. Kollegas? Ich chill nicht mit so vielen Türken, also... Da habt das. Kannst du mit mir chillen? Ich finde dich auch sexuell sehr anziehend, wenn ich ehrlich sein darf. Habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt. Deutsche! Er hat keine Glatze mehr, Mann. Glatze stand ihm. Ach, ne? Da habt das, ne? Er chillt nicht mit Türken, aber ist mit einer Türkin zusammen. Ja, was soll er denn mit türkischen Schwänzen, wenn er dich haben kann? Schwänze zensieren, danke. So, es geht los, Digga. Sie redet türkisch. Biliyor musun? Gerizekalı soyka seni. Hadi gidelim. Nereye gideceğimizi biliyor musun? Biliyor musun nereye gideceğimizi? Ich brauch's ja nicht übersetzen und nicht stets. Ist aber witzig, macht Bock zu gucken. Nur weil du's wiederholst, versteh's trotzdem nicht. Arabayla nereye gidiyorsun? Ey, er sieht bisschen aus wie Gurkensohn. Oh nein, was war das für ein Geräusch? Er sieht aus wie Gurkensohn, Digga. Auf einmal hat Zahnlücke bekommen einfach. Guck mal, er ist Gurkensohn in dünn. Stimmt, der. Ich fahr einfach. Du weißt schon. Perfekt. Dass du uns dorthin führen musst, wo ich hin will, ne? Ja, okay. Vielleicht habe ich ja schon gesagt, wo ich hin will. Ja, dann hast du ein Problem. Also, senin problemin sağda oturuyor. Haberin yok. Bak, ich hätte nicht gedacht, dass die Türkisch so krass ist, ne? Weil es redet sehr gut. Sagst du, wie es ist? Hä? Jetzt Türken unter den Kommentaren. Hä, muss ich doch die Türken an meiner Creme. Bruder. Okay. Aman güzel mi? Dolmuşlara ne olmuş abi? Biz nereye gidiyoruz? Du wirst schon sehen. Ben seni... Aha, das hat er verstanden. Suya susuz getirir, susuz da geri getiririm. Sen beni biliyor musun? Ach du Scheiße, Dika! Mir geht's nicht gut, Mann! Selbst mir geht's nicht gut! Wie heißt ihr Almanfreund nochmal? Götü boklu soyka seni. Oğlum, senin gibi gevurları biz yedik lan. Seni dama çıkartırırım ben senin. Bitte nicht! Warum hab ich mir nur so eine mit schwarzen Haaren gesucht? Okay. Naja, du hast sie nicht gesucht, sie hat dich im Fitnesscenter gefunden. Bak hele bak. Sen beni biliyor musun? Kolum ağrıdı lan. Yavaş dur. Nasılsın? Das muss er wissen. Guten Tag von dir. Sağ ol. Go. Er freut sich richtig. Hamdolsun. Okay, sehr schön. Başka ne var ne yok? Çoluk çocuk nasıl? Freut mich. Yemiş çocuğu, yapmış çocuğu. Sen buraları bilmezsin. Was soll ich antworten, wenn ich kein scheiß Wort verstehe? Aggressiver Style. Sen buraları biz bilmezdin. Nereden çıkardın buraları? Was? Nereye gidiyoruz? Nereye? Aber ich feier das Bruder. Es macht Spaß. Und jetzt? Sarı kafa. Nereye götürüyorsun? Sarı kafa ne? Beni. Auto waschen. Das sind aber Katz, die sagt ihnen dann wahrscheinlich, was er sagen soll. So, es ist wie es ist. Lage, aber eigentlich suche ich gerade ein Stückchen Wald, wo ich dich aussetzen kann, damit ich ein Wochenende meine Ruhe... Was? Okay. Nur weil du den ganzen Tag Esra Erol oder Anle. Esra Erol ist OP, Dicker. Das habe ich auch gerne geguckt. Man wurde gezwungen, wenn die Eltern geguckt haben. Ihr kennt den Hasen. Es war der Shitbug. Die mochte ich nicht, Digga. Sie denkt, sie ist FBI. Sie ist CIA-Agentin. Die mag ich nicht, Digga. Aber sie ist OP.
Sie altert auch nicht, Bruder. Sie ist wie ich, sie sieht immer gleich aus. Ich wollte doch, dass es aufhört, Digga. Wenn du gehörst, dass die Nachbarn das mitbekommen, heißt es doch nicht, dass ich automatisch Türkisch lerne, oder? Türkeceng, 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 haberin yok. Senin kışında pampas mı var? Das hat er verstanden wegen Pampers. Stell dich immer mit Pampers vor, Bro, das ist der neue. Corona. Yavaş sür, yavaş. Arkandan şey kovalamıyor seni. Lan senin bir gram beynin bile yok ha. Sen... Vallahi Dika, ich hätte nicht gedacht, ich dachte, die ist so tam eingedeutscht, so weiß ich meine, aber ist nicht der Fall. Maşallah. Bana kurban olur musun? nein. Keine Ahnung. Perfekt. Schatz, wo sind wir, Alter? Bisschen durch die Gegend fahren. Nein, ich will hier weg. Warte. Bring mich nach Hause. Ey, meinst du? Okay. Hast du nicht letztes Mal, du brauchst irgendwie Geschenktüten aus dem Kick oder sowas? Ja, aber ben Kick'e gitmek istemiyorum şimdi. Arabayı yıkayalım. Tövbe ya Rabbi. Ist Kick deswegen. Mann, araban pis. Oğlum, araban pis. Pasaklı soyha. Oh, das ist geil, das ist geil. Autowaschanlage kann ich doch gleich immer noch. Die haben bis 19 Uhr auf. Ja, tamam o zaman. Öyle yapach. Okay. Und jetzt hier mein schöner Mundschutz. Mag den Mundschutz nicht. Findet Nemo. Zoom auf seinen Mundschutz. Oh my goodness. Ach, das ist Weihnachtsmann. Lol, Digga, ich bin alt geworden. Meine Augen sehen nicht so gut. Digga, ich habe mir einfach einen Clownfisch hier vorgestellt. Also, es sah wie ein Clownfisch aus, aber ist es nicht, Digga. Oh nein. Allah senin etmesin, Emi. Wegen Weihnachten und so. Araba yıkama alanı oradaydı. Sen nereye gidiyorsun? Nein, nein, ich will nicht in die Waschstraße. Aha. Ich fahre andere. Aha. Tamam o zaman. Nicht, yani onu anladım. Nicht diese da. Also, diese gute, aber ich will nicht. İyi, iyi. Yavaş yavaş öğreniyorsun. Manche Sachen... So, nicht. Sanane kenne ich aber. Und Yavaş kennt er vielleicht auch von irgendwoher. Weiß nicht in welchem Kontext, aber kann ja sein. Ho! Was ist denn Sanane? Ja, was für dich oder nicht? Oder für dich oder ist. Bach, şimdi, bach. Oh nein! Sanane, Samanye. Doymadıysan beni ye. Oh ja! Lecker, lecker! Ich verstehe davon eine Sache. Verdim ha, verdim, verdim, ağzına verdim. Oh nein! Oh nein! Ağzına verme! Alışveriş merkezine gidiyoruz. Okay. Ve... Adana merkez patlıyor herkes! Oradaki parfümcü de... Parfüm, okay. Ya parfüm ne? Türkisch ne? Parfüm ne? Bir şey beğendim, bir parfüm beğendim. O parfümü bana alacaksın. Meint ihr, das macht den geil, wenn sie türkisch redet? Was denkt ihr? Oder ist er so tam triggered, er hat einfach keinen Bock, redet deutsch so? Nakkosh hatte ja schon mal einen DNA-Test gemacht und in dem DNA-Test war man nur zu 2% türkisch. Kannst du dir das vorstellen, du? Ja. Also ich bin ja kein Türke. So, ich fake, bin... Fake-Türke. Ja, dafür kann ich ja nichts. Doch, sie redet gut, Dicker. Also, sie redet wirklich sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Habe ich jetzt schon 5-mal gesagt, Chat. Es tut mir leid, wenn ihr da gewesen seid, hättet ihr gesagt, dann geduldet die ganze Zeit. Aber mein Gehirn ist so klein, ich vergesse alles. Und deswegen brauche ich euch, Chat. Montag sehen wir uns wieder. Bug. Ich will Montag die Subs sehen. Habt ihr mich verstanden? Habt ihr mich verstanden? Ich will nicht für 5 Zuschauer streamen, weil ich 2 Wochen nicht gestreamt habe. Habt ihr mich verstanden? So, dann wären wir. Gut, dass du mich... Ey, du wusstest, wo wir hinkommen? Krass. Du wolltest doch Parfüm. Christo Parfüm. Hier kannst du Parfüm kaufen. Bug, hör auf, Ecke und Stefan nachzumachen, Digga. Görüyor musun işte? Yavaş yavaş oluyor işte. Jetzt sind wir einkaufen. Jetzt geht's los. Die nächste Hürde. Ich hoffe... Ben, schieb mal Lastik an der Jam. Ups. Okay, da musst du nicht sein. Tut mir leid. Robin schlägt sich gut. Oh, ich hasse diesen Kackmundschutz. Ich hoffe, man versteht mich. So, da steht er schon. Kalkani! Hör auf, immer diese hässlichen... Sollen wir ihm einen DYDS-Trainingsanzug schicken? Eins in den Chat. Ihr seid ja gleich da. Schreibt's in die Kommentare. Im nächsten Video will ich ihn mit DYDS-Klamotten sehen. Zeichen zu machen. Junge, kommst du aus dem Ghetto? Ja. Oh, regt mich richtig auf. Hadi. Hadi. Hadi, geht's, hatte. Su alalım. Wo hangst du dann? Ein bisschen Wasser. Weil? Suyun Almancası ne? Wasser. Sag es. Almancası ne? Sag es. Suyun Almancası ne? Das musst du wissen. Wasser, sag Wasser. Ja. Su ne demek? Su. Hä? İnsan bir doğru. Şade, şade, şade. Ayakkabı alır ayağa. Nein, kann ich nicht. Sana pazardan bir iki ayakkabı alayım. Ich kann mir keine neuen Schlappen leisten. Pazardan alayım mı sana ayakkabı? Bu ne lan? Zeg. Bu ne lan ne? Gevrek, simit. Ich verstehe nicht. Ja, sein hiçbir Bock zaten. Was ist das denn? Das, er konnte mir ausgucken, das kann er... Der deutschen Schwach!
Die deutsche Eiche! So jetzt ist aber raus! Verdammt! Zensier alles, Rudi! Chuchuk. Deutsche kannst du drin lassen! Chuchuk. Chuchuk. Da hast du jemanden, den du auf Türkisch volllabern kannst. Hier, oh nein! Hallo, hallo! Ey, lass es, Alter! New Chuchuk, wo ist? Taubsch. Mach das nie wieder, Dicker! Das ist sauber, Taubsch, das ist der. Tabukähnchen! Oh, Tabukähnchen! Taubschicht, Digga, das ist der Klassiker, Mann! Perfekt, woher weißt du das? Ja, wenn der Grittel essen geht. Ja, Döner. Vom Döner. Nein. Ne? Von Topkappe wird er sagen, guck. Ach komm. Essen kann ich. Ich, Tavukschisch. Ja, wichtig! Wichtig! Ehrenmann, Digga! Tavuk-Sosisse. Sosis. Das ist Sosis, Wurst. Wurst. Ja, aber ne Sosis. Hähnchenwurst. Ne Wurst. Wurst, Leute. Wenn die Wurst, ne? Türken einfach die deutschen Wörter umtürken, umswitchen, einfach getürkt. Wir haben es verstanden, Gülchen. Ist alles gut. Ist alles gut. Türkte Wörter aus dem Deutschen. Ey, das ist doch getürkt. Das ist einfach Wurst, Wurst. Ja gut, ne Wurst so. Wisst ihr, wie Türken jetzt hier sagen? Adak. Ich hab Adak gerufen. Ja, da vorne. Tauk Wurst so. Ja, du willst hin. Sosis, Sosis. Sosis. Sosis kennst du doch. Du hast auch so ein Sosis in der Hose. Tölbester Fuller. Mir geht's nicht gut. Der Oma macht mich geil. Ho. Ich. Jetzt kann ich Gutschen verstehen. Kappa. Back. Alleine macht's keinen Spaß, Chat. Ich will mit euch zusammen lachen. Ja, aber was für Würstchen? Hähnchen. Ich hab einem Kollegen eine Jogginghose. Maschallah, nur ein Babalich da war bei diesem Kind. Von Nora, wo Benz Stern drauf ist und AMG drauf steht, weil er ein, er liebt Mercedes. Ehrenmann. Warum? Anas Babas Jochmo benutzt. Ich hab diese Hose gesehen und instant an ihn gesagt. Bug, es macht mir Spaß, ich bin nicht mehr zum Fanboy! Sehr sozial abmüssen. Das wird er verstehen. Müssen. Nein. Robin hat den Tag überstanden. Ja, krasser Tag, die sind Auto gefahren, einkaufen, jetzt wieder zu Hause. Das war der heftigste Tag ever. Ja, oder weniger. Wie fandest du es denn, Schatz? Super. War es anstrengend für dich? Ja, ein bisschen, weil ich nichts verstehe. Ja, du kannst dich ruhig. Mag das nicht so. Dich entfalten. Wirst schon nicht an dafür anbelangt. Naja, aber fand ich cool mit dir auf jeden Fall. Ja. Ich, du hast dich wacker geschlagen. Ich mag Gülchens Pyjama nicht so, wenn ich ehrlich bin. Ah, geht so. Doch, für einen Germanen auf jeden Fall. Für einen Alman hast du dich ganz gut geschlagen, ja? Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber gut, das hast du... Die Deutschen. Ja, das hast du jetzt gesagt, ne? Ja, Leute, uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist, ne? Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Walla, es war, ich hab mehr Cringe erwartet, aber es war gut. Walla, ich entpuppe mich immer mehr zum Fanboy. Sollen wir auf weitere Videos von Gülchen reagieren, dann lasst diesen wieder einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder mit einem neuen Tinder-Video von Pumpin' Monkey. Dankeschön, und am Montag bin ich wieder zurück. Oh mein Gott, schreibt in die Kommentare! Noch 2 Tage! Das hat sich gereimt. Boah, der hat heute böse gekickt, Digga. Ich bin raus. Okay, tschüss.